Ein 24 Tonnen schwerer Bagger der niedersächsischen Landesforsten ist derzeit im Herre 9 unterwegs. Mit dem Bagger werden ca. 135 Jahre alte Kiefern aus dem Wald entfernt. Trotz des enormen Gewichts ist der Bagger relativ schonend. Durch die großen Ketten verteilt sich das Gewicht, sodass auf dem Waldboden nur ein geringer Druck lastet. Warum die Landesforsten es mit dem Bagger auf den Kiefern im Wald abgesehen haben, erklärt Förster Jan-Michel Schmeling im Interview. Ja, wir befinden uns hier im Waldgebiet Herre 9 der Försterei Ugjewa und führen hier eine Holzerntemaßnahme durch. Diese Maßnahme bzw. der Einsatz wird sich auf die nächsten 3 bis 4 Wochen ungefähr erstrecken und wir denken momentan, dass wir zu Ostern fertig sein sollten. An dieser Fläche nutzen wir einen Bagger, der die Bäume aus dem Bestand heraushebt, um die darunter wachsenden Douglasien zu schützen. Würden wir die normal fällen, entweder mit der Motorsäge oder mit dem Harvester, würden die in die Douglasien reinfallen und diese Douglasien beschädigen. Die Auswirkungen sind so gering gehalten wie möglich. Es werden zeitweise mal Sperrungen durchgeführt werden, dass Wege für einige Tage gesperrt sein werden. Aber das Waldgebiet ist ja so groß, dass wir wahrscheinlich, dass die Waldbesucher immer andere Bereiche haben, in denen sie spazieren gehen können. Ja, die Holzernte in der Zeit bis zum 28. Februar ist in der freien Landschaft, ist das der letzte Tag, an dem man es darf. Für die Forstwirtschaft, die ist davon freigestellt, die darf ganzjährig ernten und ist also nicht an dieses Datum gebunden. Das hat auch den Grund, dass wir eben um diese Jahreszeit und insbesondere im Sommer einfach bessere Verhältnisse haben, um im Wald zu fahren, um den Boden zu beschädigen. Und wir müssen natürlich auch viel mehr schaffen als an Straßen und auf Grundstücken und können das eben nicht schaffen, wenn wir nur bis Ende Februar arbeiten dürfen.